Hallo Leute, ich nehme nochmal Bezug auf ein Video, was ein Auswanderer, der Gran Canaria verlassen hat, gemacht hat. Und zwar erzählt er in dem Video, dass es auf Gran Canaria keine vernünftigen Häuser zu kaufen oder zu mieten gibt. Und ich frage mich, in was für einer Wellblechhütte er gelebt hat. Und aus diesem Grund habe ich euch eine Haustour gemacht von dem Haus, in dem ich lebe. Ja, und ich finde, wenn man über sowas spricht auf Social Media, dann sollte man ganz einfach die Wahrheit sagen, nämlich, dass man unter Umständen sich ein vernünftiges Haus auf Gran Canaria nicht leisten konnte. Dann ist es tatsächlich eine Frage des Geldes auch, wobei die Häuser hier sehr, sehr preisgünstig sind. Also Leute, lasst euch von solchen Videos nicht verunsichern.